wir haben ja einmal das Materna-Modell auch mit dabei. Ein sehr faszinierendes Gebäude an unserem Standort Phoenix West. Und wir haben ja noch ein paar, auch das kontinentale Bürogebäude oder Stadtkrone Ost. Wir freuen uns, dass man in Dortmund sich noch Kräne drehen sieht. Wir, 5 Standorte Kommunen, haben Frau Ministerin Mona Neubauer getroffen. Schön war zu sehen, dass Frau Neubauer ein großes Interesse hat, dass es weiter vorangeht. Und wir hoffen weiterhin auf Ihre Unterstützung. Die Gespräche waren sehr erfolgreich. Wir werden jetzt nach der Messe noch mal weitere Kontakte pflegen. Das Team Duisburg war mit NRWs größten Flächenentwicklungsprojekt bei der Expo in München am Start. Wir haben momentan in öffentlicher Hand 120 Hektar Fläche in Duisburg, wo wir neue Wohnquartiere entwickeln wollen. Allein in Sechseen-Wedau sind das 3500 Wohnungen, die wir in den nächsten Jahren mit unseren Investorinnen und Investoren auf den Weg bringen wollen und werden. Wir haben ein Technologiequartier, was wir entwickeln wollen, als neuen Universitätscampus der Uni Duisburg-Essen. Wir haben ein Technologiezentrum, was wir auch gemeinschaftlich entwickeln werden. Wir bauen nicht nur für heute oder morgen, sondern auch für übermorgen und wollen damit einer ganz hohen städtebaulichen Qualität und Konsistenz an den Markt gehen, und Nachhaltigkeit ist da das Fundament, auf das wir bauen müssen.